Boah, Bruder, am Dierfeld wird richtigen Massenmord geben, oder? Nee. Oh mein Gott, es ist Bier! Sterb mal! Ah. Tobi, ich liebe das. Es macht mir irgendwie zu viel Spaß, oder? Ja, man merkt's. Was macht ihr da? Digga! Was ist mit euch? Mit dir habe ich ein besonderes Hühnchen zu rupfen. Don Balbano. Wir spielen heute gemeinsam wieder Minecraft, meine Freunde. Wir haben hier etwas, was wir 1:1 von einem amerikanischen YouTuber gestohlen haben, meine Freunde. Nee, und wir machen es anders ein bisschen tatsächlich. Oh, wir machen es anders? Also der Aufbau ist derselbe, aber unser Funktionsprinzip ist ein anderes. Tada! Somit ist es nicht mehr geklaut. Wie viele verschiedene Felder sind das hier insgesamt? Also pass auf, du kommst jetzt erstmal zu mir hier. Wir erklären es ganz kurz im Schnelldurchlauf. Okay, alles klar. Erklär den Leuten, was los ist, Alter. Wir haben hier in der Mitte ein Feld mit 48 verschiedenen Blöcken. Das siehst du ja, das sind 8 im Kreis. Also Kreis ist aufgeteilt in 48 Blöcke. Und ja, es ist von Skeppy geklaut worden. Reden wir offen drüber. Dürfen Leute wissen. Jedenfalls haben wir einen Kreis aufgeteilt in 48 Dinger, ne? In 48 Blöcke. Da werden sich jetzt gleich, also die Spieler spawnen hier in der Mitte, in diesem Kolosseum. Wir werden die Barriers hier entfernen. Ja. Und dann können sich die Spieler jeweils ein Feld hier aussuchen, also einen zu den 48, können sich aufteilen und dann machen wir die Barrier wieder hoch. Ich kann hier die Dinger... Da, guck mal, ich habe jetzt hier einen roten Block bekommen. Das heißt, dann gehen wir hier auf den roten Dispenser. Dann haben wir hier eine Nummer 3 bekommen, die habe ich jetzt hier bekommen. Das heißt, wir gehen auf den dritten. Dann habe ich einen... Okay, wir haben genau gerade einen Joker bekommen. Dann haben wir zum Beispiel Stripped Birchwood. Oh. Dann gehen wir zu zu dem Feld hin, wo Stripped Birchwood ist und dann töten wir die Spieler. Und wir haben am Ende... Alter, das ist so ein Glücksroulette-mäßig, Leute. Yes! Und das Ding ist, wenn ihr bis zum Ende durchhaltet, kriegt ihr wieder einen festen Platz auf der Whitelist, die letzten 5 Leute, würde ich sagen, oder Tobi? Okay, an der Stelle, fettes Dankeschön an Yoast, the one auf Instagram. Wenn ihr mitmachen wollt, schreibt ihm auf jeden Fall auf Instagram an Yorkshire. Vielen, vielen Dank an der Stelle, Bro. Und ich würde sagen, Leute, wir whitelisten das erstmal und dann sehen wir uns gleich beim Event wieder. 94 Leute sind gerade auf dem Server drauf. Der Server füllt sich immer, immer weiter. Wir haben ja schon die ersten Leute, die hier gerade tatsächlich schon die ersten Wahlen getroffen haben. Und wir haben hier alles an Blöcken. Kohleblöcke, Kürbis, Birchwood, Myzel, Bedrock, also das ist hier alles drin, Melonen, Weizengras, Ameisen, was? Diamant, was? Die Ameisen, was laberst du? Ameisenblöcke. Aha. Ameisenblöcke, es gibt keine Ameisenblöcke. Okay. Nicht rülpsen. Und Tobi, ich habe keine Ahnung, wie wir das Video benennen sollen. 100 Spiele. Im Todeskack. Nein, der Todeskack. Im Todesroulette. Wähle das richtige, oder du stirbst. 100 Spieler müssen das richtige Feld wählen oder sie sterben. Naja, nee. 100 von 100 Spielern, meine Freunde, das heutige Community-Event startet und die Whitelist ist voll. Und ihr hört auch im Chat zu schreiben. Ich kill jetzt nochmal alle Leute, weil ich es geil finde, wenn alle tot sind. Boah, ist so geil. Und dann geht's los. Dann würde ich sagen, soll ich die Barrieren öffnen, dass sie sich aussuchen können, Don Balbano soll aufhören, das in den Chat zu schreiben, sonst banne ich ihn direkt weiter. Und dann, Don Balbano, wenn du mich jetzt noch einmal frontest, Alter, du machst bei keinem einzigen Community-Event mehr mit. Du kotzt mich an mit deiner mit deiner dämlichen Anwesenheit. Die Barrieren sind geöffnet. Alle rein, alle ein Feld aussuchen. Okay. Wählt alle euer Feld. Wählt weise. Ja. Wer nicht auswählt, wird gebannt. Richtig. Don Balbano / bann. Ja, da ist der immer noch. Okay, ich glaube, auf jedem Feld steht jemand drauf, tatsächlich. Nee. Ja. Okay, gibt es ein Feld, was leer ist? Ja, tatsächlich. Oh, jetzt ist hier gerade noch jemand drauf. Brick ist komplett leer. So, Eon, ich tippe zu Brick. Der wird so weggeschlagen von den anderen. Der wollte gerade irgendwo hingehen, wurde weggeboxt. So, richtig, genau. Und das Ding ist auch, wer jetzt halt respawnt in der Mitte, ist natürlich dann raus, ne? Also, ja, jetzt bist du der Quizmaster. Okay, Leute. Ich fange an. Gut, ich drücke hier drauf. Rot. Rot. Okay. Farbe, rot, Leute. Rot ist es. Dann drücken wir hier drauf und es ist die Nummer 3. Die Nummer 3. Wir drücken mal die Nummer 3 drauf und es ist... Oh, Stripped Birchwood. Okay, Tobi. Ich hole mir einen Lava-Eimer und dann werden wir... Ich hole mir auch einen Lava-Eimer und dann werden wir bei Strip Birchwood leider alle töten müssen. Oh oh. Strip Birchwood, Beatnox und auch du hier. Spring hier rein. Spring hier rein. Dankeschön. Und auch du, komm. Bleib hier, komm. Ja, lauf nicht weg. Lauf nicht weg. Lauf nicht weg. Du kannst nicht entkommen. Du kannst nicht entkommen. Du kannst nicht entkommen. Feld Nummer 1, Stripped Birchwood, ist geklärt und ich hoffe, dass das nicht abfackelt, Tobi. Selbst wenn, ist auch egal. Zwei Leute sind schon mal raus. Machen wir weiter. Ich drücke hier drauf. Lila. Oh, und es ist die Nummer 3 schon wieder. Okay, alles klar. Und wir haben Packed Eis. Und das war es an der Stelle komplett. Oh, Leute, es tut mir wirklich leid. Es tut mir wirklich leid. Spring in die Lava rein, komm. Hier rein. Sonst wirst du gebannt und darfst nie wieder mitspielen. Ja, genau. Okay, Packed Eis ist damit auch clear. Ey, das ist ein geiles Format. Das ist richtig geil, weil ich lieb's einfach, Leute umzuspielen. Das ist richtig nice. Okay, wir haben Rot und die 3. Tobi, schon wieder Rot und 3. Ja, aber da kommen ja nur verschiedene Farben raus. Coal Ore. Und in der Kohle haben wir leider einen einzelnen. Es tut mir leid, Cesta Claw. Mach's gut. Und wir machen direkt weiter, Tobias, mit der blauen Hälfte. Und es ist schon wieder die Nummer 1. Nummer 1 und wir haben...
Red Sandstone, interessant, okay. Nein, nein, der Pfannenwendler muss raus. Oh mein Gott, und Serame-Popo. Boah, Tobi, das ist ein geiles Format, ja, ne? Eigentlich könnte man damit so, theoretisch könnte man damit auslosen, wer ab jetzt einfach OP auf dem Server für immer bekommt, oder? Das ist gut. Dumm. Lass mich das Spiel spielen, wie ich will. Und wir haben Blau. 2 und es ist Brick, nein, der arme Typ, der eben da rein teleportiert worden ist. Och nein! Es wollte. Och nee. Es tut mir leid. Ey, wirklich schade drum. Wirklich schade drum. Auch ein bisschen lustig, dass der gestorben ist, dass er hier so früh. Naja, vor allem, weil er selber keine Wahl hatte. Das war das Geile daran. Rot und es ist die Nummer 1 und wir haben Bedrock. Und da dachten sie, sie wären auf dem Bedrock sicher, weil es ja Bedrock ist und der ist unzerstörbar. Aber alles, was auf dem Bedrock drauf ist, meine Freunde, ist nicht unzerstörbar. Und diesmal, Tobi, töten wir Leute auf eine ganz eklige Art und Weise. Nicht mit Lava, sondern ihr sterbt mit Pufferfischen, Alter. Der Pufferfisch tot. Sterbt an dem Pufferfisch. Der ist rausgeschwommen, der Penner. Es juckt mich nicht. Wir haben Rot, Tobi. Und wir haben die Nummer 3 mal wieder. Nummer 3 ist fast schon leer. Und wir haben den Heuballen. Meine Freunde, und der Heuballen, der brennt natürlich gut. Da haben wir jetzt hier eine Menge Leute, die einfach sterben. Katerchen, du bist raus an der Stelle. Und du stirbst auch. Michi, nicht weglaufen. Michi, Mann. Blau und 1 und wir haben die Nummer Gras, Tobias. Es ist Gras geworden. Habt ihr gedacht, ihr lasst euch hier so ein bisschen am Leben, ne? Aber das ist nicht so ein Ding, wo ich sage, das wollen wir nicht, Leute. Das Todesroulette schlägt wieder zu. Tobi, es ist geil, weil die Leute sterben einfach und das macht mir Spaß. Blau. 2. Oh mein Gott, braun Terrakotta. Wer hätte damit gerechnet, Tobi? Braun Concrete. Macht's gut, Leute. Keine Chance, Leute. Keine Chance. Nicht. Boah, guck mal, wie viele Leute jetzt schon in der Mitte sind, Digga. Das ist noch nicht mal so lange her, ne? Die Nummer 1 mal wieder, Tobi. Und wir haben Sea Lantern. Now you can see. Haha, what you have from standing here. Digga, gibt's ein Feld? Oh, da gibt's ein paar Felder. Diafeld ist richtig viel los, Alter. Boah, Bruder, am Diafeld wird richtigen Massenmord geben, oder? Melone. LOL, oh. Auf der Melone steht sogar eine Melone. LOL. Die angefressen ist und voller Samba stirbt. Ja. Paluten oder? Stirbt. Oh mein Gott, Leute. Wer ist hier Paluten-Fan? Hat eine falsche Entscheidung getroffen. Oh, hier. Oh, bist du Paluten-Fan? Hm? Verreckst du jetzt etwa? Oh, die schlagen so die Dame rein, Alter. Ja, Mann, geil. So ist das nice. Blau. Und wir haben Nummer 2. Und es ist nichts. Alle bleiben am Leben. Eine Runde. Joker. Für euch alle Milch. Weiter geht's. Ich bring euch alle um. Okay. Und wir haben die Nummer 1, Tobi. Oh, Dia kommt raus, oder? Nee. Oh mein Gott, das ist Dia. Was? Oh mein Gott. Digga, wie hoch war die Chance? Tobi, die Dia-Leute, die will ich ganz besonders umbringen. Oh, Team Bambus, oder was? Der eine lässt sich hier vorne schon selber totboxen. Nee. Ich spam sie einfach tot mit meinem Tor-Comment. Tobi, ich habe sie alle umgebracht mit dem Comment. Die sind alle tot. Great Terracotta, Tobi. Der Lux. Killy, nicht Yakuta. Auch du stirbst. Alter, Dia-Ohr sind auch noch welche. Wir haben Blau, wir haben die Nummer. 1, 1, 1 und wir haben Dia-Ohr. Oh mein Gott, Tobi. Was, als ob? Du callst dir alles. Bro, weißt du, wie hoch die Chance ist? Es gibt eine Bolognese für euch und ihr werdet jetzt alle gegrillt wie Hackbällchen. Ja. Ja. Ja, du stirbst. Mehr Lava. Blau und es ist die Nummer 3 und wir haben Soul Sand. Oh, der Seelensand wird sich nun eure Seelen einverleiben. Der Flash, es tut mir leid. Und es ist Netherrack. Oh mein Gott, die komplette Nether-Fraktion wird hier gerade einmal niedergebrannt. Das ist wirklich, also ist einfach nur Glücksspiel hier. Ist einfach nur Glücksspiel, ne? Blau und 3 und wir haben. Oh mein Gott, nicht die Arcadia Planks. OV Dudler, wenn du mich jetzt irgendwie überzeugst mit einem coolen Tanz mit deinem Skin, lass ich dich gehen. Komm, überzeug mich. Überzeugt mich nicht. Der nächste kann mich überzeugen. Denkt euch lieber eine coole Performance aus dem Halt und einen lustigen Skin bereit, dann lasst ihr euch leben. Ja. Okay, rot. Und 3. Nein, der Quarzblock. Das Todesroulette schlägt wieder zu. Wollen wir mal eine Eskalationsrunde machen, wo wir direkt 5 auswählen? Oh, oder 3. Okay. Gut, du hast Blau. Blau schon. Blau. Rot. Okay. Blau. Blau. 1. Was hast du da? 1. Okay, doppelte 1. 1. 1. Ui, und noch einmal rot ist. Rot, okay. Und ich habe hier die 3. Und das ist.
Oh mein Gott. Einmal gar nichts, alle bleiben am Leben. Aber einmal Cobblestone und einmal Oakwood. Der Cobblestone hat euch verraten. Ich würde nie mehr in meinem Leben... Oh, warte mal, ist das hier überhaupt? Hier ist Cobblestone bei mir. Ich hab... Oh, den falschen verbrannt. Das sieht ja genauso aus wie Cobblestone. Guck mal. Was denn? Wo bist du? Oh ja, doch. Ja, ja, sorry an die Person, die ich hier gerade verbrannt habe. Sowas passiert, ne? Sowas passiert. Cobblestone. Klaus, die doch. Cobblestone, Cobblestone. Ihr sterbt. Oh, da ist ja noch jemand. Ich würde sagen, Tobi, noch eine Eskalationsrunde. Eins, zwei, zwei. Okay, Sponge. Okay, Tobi, wir haben Lapis, Glowstone, Sponge und Mossy Cobble. Ui. Lapis und Glowstone. Es ist einfach krass, dass ich hier entscheiden darf, wer lebt und wer stirbt. Aber genau das ist mein Kink. Oh mein Gott, der ist so süß. Komm mal hier, Tobi. Oh, guck mal. Der weint. Den lassen wir leben. Nein, ey! Den wollte ich leben lassen, du dummer Affe. Was soll das? Ich wollte einfach schon. Der hat so süß geguckt. Cringelord, Chris, du bist raus. Und wir haben... Nein, den Block of Emerald. Ihr dachtet, wenn ihr macht und mit Villagern rumhängt, seid ihr sicher, aber ich sag's so, wie es ist. Die Villager waren euch noch nie ein Schutz. Ha, 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 ha. Ihr versterbt alle mit der Zeit. Tobi, ich liebe das. Es macht mir irgendwie zu viel Spaß, oder? Ja, man merkt's. Ja, vielleicht soll ich mal eine Psychotherapie machen. Ja. Machen wir weiter. Blau, die Nummer 2. Und es ist tatsächlich... Nein, der schönste Block. Birch Planks. Ah, Girl, ich würde alles tun. Du verbrennst mit der Zeit. Powerrunde ab jetzt. Eins. Blau. Blau. Rot. Blau. Rot. Rot. Was haben wir? Zweimal die 3, einmal die 2. Eins, zwei, 3. Achso. Und was haben wir bei Blau? 3. 3, 1. Okay, ich habe Erde und was hast du noch? Okay, beginnen wir mit Coarse Dirt, because Coarse Dirt needs to get off the game. Das macht mich so geil, die zu suchen. Oh, ich habe hier gerade schon Gold gefunden. Das tut mir leid. Spring die Lava rein. Komm, spring die Lava. Arena, tut euer Ding. Was, Tobi, was machen die hier? Hä? Was machen die da? Was macht ihr da? Digga. Was ist mit denn? Euch? Was ist mit meiner Community los, Alter? Was macht ihr denn? Tobi, ich habe wirklich eine komplette Retard-Community, oder? Irgendwas ist mit denen ganz falsch, Alter. Ich bringe hier Leute um, die machen eine Polonaise im Kreis im Sneak. Ach, ist ja auch egal. Machen wir weiter mit Lapis. Ich freue mich auf weitere Performances von euch. Der Lapis-Block. Oh, Schokolade, du bist ein Mädchenskin. Dich verschone ich bis zum Ende. Werde dich nämlich ansneaken in der Gommel-Lobby. Call Sturt, ihr seid nur Jungs. Du hast einen Don Balbano-Skin. Du stirbst. Wo ist Don Balbano eigentlich drin? Lebt der noch? Ja, der lebt noch. Bei diesem Purpur-Block. Aber den hast du, glaube ich. Oh, geil. Den habe ich wirklich gerade im Inventar. Oh, Don Balbano. Was ist das denn für ein... Digga, was sind das hier für zwei... Der hat Scheiße und Pisse. Der ist voll gepisst und voll geschissen. Guck dir den mal an. Der hat sogar seine Nippel offen. Guck mal, Digga, das gibt einen Twitch-Bann für den Minecraft-Skin allein. Gut, um Don Balbano kümmere ich mich später. Oh, Don Balbano. Hast du wirklich gedacht, du könntest mir entkommen, hm? Mit dir habe ich ein besonderes Hühnchen zu rufen. Don Balbano. Ah, ha, ha, ha. Ja, ha, ha. Du bist ein bisschen zu brutal. Ha, ha, ha. Hallo. Don Balbano. Ja, ha, ha. Baby Angel, du stirbst zuletzt. Trink das. Los, trink das. Es. Trink das Gift. Die ist nicht tot. Du. Klar. Tobi, eine Hardcore-Runde. Zweimal die 3 und einmal die 1. 1, 2... Und die 1. Die 1 ist leer, Tobi. Die können wir schon rausnehmen, die 1. Hier haben wir 1 und 2. 1. Oh, einer bleibt verschont. Das denkst wohl nur du. Sandstein, okay. Alge, es tut mir leid. Alge. Das kommt davon, wenn ihr spielsüchtig seid. Jetzt müsst ihr brennen. Diorit, ein sehr, sehr hässlicher Block. Wer sich den freiwillig ausgesucht hat, naja. Und jetzt haben wir noch Sand. Oh nein, oh nein. Enderskill. Mach mal einen lustigen Tanz. Es juckt mich nicht, du stirbst. Das sieht so geil aus. Du musst jetzt mal einen Screenshot von oben machen. Sieht richtig geil aus, Alter. Richtig geil, wenn man so sieht, wie die Menschen darin verbrennen. Hm. 1, 2, 3, 4, 5. Einmal rot ist die Nummer 2. Und die Nummer 2 bedeutet gar nichts. Aber jetzt wird sich entscheiden, wie es bei Blau aussieht. Zweimal die 2 und zweimal die 3. Das war's an der Stelle. Komplett. 1, 2. Oh mein Gott. Es werden so viele sterben. Granit und Purple Wool und Gravel. Man steckt nicht drin, ne? Du dachtest, dass du überleben kannst. Aber da hast du dich geirrt, Döner Dirk. Oh nein. 10 Felder noch, Tobi. Eine Terror-Round und dann spielen wir es auf ganz spannend runter, okay? 7. So, wir haben 3-mal blau. Das war kein Kies. Habe ich das Falsche verbrannt? 3, 3, 2. 3, 3. Oh, 3 ist leer. 2, okay. Stone und... Hier Oak Planks. Okay, was haben wir hier? 2, 2, 1, 1. 2, 2, 2, 1, 1. Ja. Dann tun wir den einen Block wieder zurück. Hast du?
Ja. Oh, das sind sehr viele Leute, die hier heute sterben werden. Eisen, es tut mir leid mit eurer Pepe-Maske. Alter, die machen hier wirklich King of the Hill. Dann haben wir hier noch Stone, es tut mir wirklich leid. Holz, du machst es wieder. In Holz ist auch keiner drin tatsächlich. Gut, okay, wir haben hier noch den Mosaikblock und ich sag mal so, Leute, ihr habt gedacht, ihr werdet als Guardians of the Galaxy. Was laber ich? Dann haben wir den Korallenblock, es tut mir so leid, Alter. Den habe ich eben außerdem schon mal angezündet. Jetzt, wo dein Freund weg ist, bist auch du dran, Oliver. Gold haben wir auch jemanden bei Syntrax, der hier gerade drauf geht, auf schmerzhafte Art und Weise. Es bleiben über Obsidian mit Gott Dustin 17, Mycel mit Carillo Fuentes, der andere Block hier, der aus Endstone, Maxi Bexi und noch so ein Typ im Paperskin, Emir, den wir eben überleben haben, und Bauer Gerald. Lol, Emir ist immer noch drin. Wir haben jetzt diese vier Personen, die jetzt tatsächlich hier den Sieg holen können und im Endeffekt nichts gewinnen. Diese vier Leute, Tobi, sind auf jeden Fall jetzt schon mal auf der nächsten Whitelist drauf. Und der eine hat einfach Glück gehabt, dass wir ihn bis zum Ende teleportiert haben. Jetzt heißt es Angst oder Murmeltier. Was? Angst oder Murmeltier, Tobi. Okay. Klar? Wir haben nur noch Rot, ne? Rot, die Nummer 1. Es ist der Endstone. Es tut mir doch leid. Ich bin doch bereit, wenn du verstirbst. Gibst du wieder zurück, ja? Ich bin dann bereit. Noch drei weitere Blöcke, Leute, sind back am Start und ich darf euch damit herzlich begrüßen zu einer neuen Real Life Story. Drei. Obsidian, Tobi. Nee, Gott, nee. Justin 17. Sorry, Bro. Aber auch du musst irgendwann von uns gehen. Tobi, es bleiben Bauer Gerald und im Mycelfeld Carillo Fuentes. Was glaubt ihr, wer das Ding hier als Home Run, als Nachhauseweg, ist die Übersetzung, oder? Nachhauseweg? Mit einem VIP-Status in der nächsten Community-Event. Und was auch immer dieser Status sein mag, wer wird es sein? Ist es Carillo Fuentes oder doch Bauer Niklas? Okay, also ich verliere meinen Job, wenn es Bauer Gerald wird und wenn Carillo Fuentes überlebt, dann behalte ich meinen Job. Warum machst du das? Das habe ich dich dazu. Ich will volles Risiko. Der Chat sagt, es ist Bauer. Okay, Tobi, wir gehen rein. 3, 2, 1, Alge, die Nummer 1. 3, 2, 1. Du hast nur einen. Eins ist leer. Bei der 3 ist nur noch da. 50-50 Chance, jetzt. 2, 1, 2. Holz. Es ist Jungle Planks! Es ist Jungle Plans, Bauer Gerald, du bist raus. Ich werde nicht gekündigt. Das habe ich nie gesagt. Ich habe ja. Carillo Fuentes ist der neue Imperator der Community. Carillo Fuentes, du kriegst hier oben deinen Ehrenplatz, mein Guter. Carillo Fuentes, du kriegst jetzt den YouTube-Kanal von Revinzeit. Bist nicht nur beim nächsten Mal mit einem gesonderten Kit dabei, sondern tatsächlich auch bist nun der Imperator der Community. Ich möchte, dass sich jetzt alle hier als Community einmal in Richtung Carillo Fuentes hinknien und hier oben Richtung dem König huldigen. Kommt alle hier hin. Es ist Carillo Fuentes. Carillo Fuentes, was möchtest du deinem Volk sagen? Carillo Fuentes schreibt ja. Ich möchte gerne meine Mama grüßen. Carillo Fuentes möchte seine Mama grüßen. Und das, meine Freunde, war es in diesem wunderschönen Community-Event. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin an der Stelle sowas von raus. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt.